Ich bin Timo von Freedive Your Life und heute gehen wir in die zweite Phase und somit auch in die zweite Übung für Asthmatiker. Jetzt hoffe ich, dass du die erste Übung schon gemacht hast, dass du dich dabei super gut und wohl fühlst und die Atmung für dich keine große Schwierigkeit war. Vielleicht warst du auch schon schwimmen, hast dich ein bisschen mit dem Wasser auseinandergesetzt und hast ein bisschen mehr Wahrnehmung und Steuerung auch für deine Atmung und deinen Körper bekommen. In der zweiten Übung atmen wir mit unserer Hand, wollte ich schon sagen, arbeiten wir mit unserer Hand und halten dabei unsere Nasenlöcher zu und machen wie so eine Art Wechselatmung mit unseren Nasenlöchern. Dafür nimm mal deine rechte Hand, die linke Hand kannst du liegen lassen. Nimmst deinen rechten Daumen, legst ihn auf deinen rechten Nasenflügel, nimmst deinen Ringfinger, legst ihn auf deinen linken Nasenflügel. Der kleine Finger kann hier einfach seitlich bleiben. Und Mittel- und Zeigefinger kannst du leicht auf die Stirn legen. Das ist so die Fingerposition. Also nochmal Daumen rechts, Ringfinger links, Mittel- und Zeigefinger auf die Stirn. Und dann kannst du es zuhalten und kannst somit ein Nasenloch zudrücken und das andere öffnen und kannst somit dann ganz gut arbeiten und atmen. Bei der Atmung geht es darum, dass wir anfangen, erstmal nur durch unser linkes Nasenloch zu atmen. Anschließend nur durch unser rechtes Nasenloch zu atmen und im dritten Teil der Übung atmen wir durch beide Nasenlöcher ein und aus. Wir fangen gleich mal an mit der Übung. Nimm deine Hände bzw. deine rechte Hand und leg sie auf deine Nase. Verschließe einmal nur dein rechtes Nasenloch. Ich hoffe, du kannst es so sehen. Ansonsten, glaube ich, reicht auch die Erklärung für dich. Und versuch jetzt so zu atmen, dass du nur durch dein linkes Nasenloch ein- und ausatmest. Das machst du genau fünfmal. Und wenn du fünfmal gemacht hast auf dem linken Nasenloch, hältst du dein linkes Nasenloch zu und atmest genauso fünfmal ein und aus durch dein rechtes Nasenloch. Im dritten Teil der Übung, nachdem du auch mit dem rechten Nasenloch fünfmal ein- und fünfmal ausgeatmet hast, kannst du die rechte Hand wieder locker hinlegen und atmest noch weitere fünfmal durch beide Nasenlöcher ein und wieder aus. Das war jetzt eine Runde. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt schon sehr wohl. Jetzt kannst du gleich nochmal vier weitere Runden hinten dran hängen. Das bedeutet nochmal für dich, eine Runde bei dieser Übung ist fünfmal durchs linke Nasenloch ein und aus, dann fünfmal durchs rechte Nasenloch ein und aus, fünfmal durch beide Nasenlöcher ein und aus, dann ist die erste Runde vorbei und du machst davon fünf Runden. Versuche auch für dich genau diese fünf Runden für die nächsten paar Tage, eigentlich so bis die nächsten, ja, 15 Tage, eigentlich 2 Wochen für dich durchzuziehen, dass du das tagtäglich machst. Du merkst, es ist eine ganz simple Übung, die auch relativ fix geht. Und wenn du an diesem Punkt angekommen bist, schau, wie du atmest. Und zwar meine ich damit nicht nur, dass du diese Übungen
machst, sondern dass du auch merkst, dass du eigentlich beim Ein- und Ausatmen bis auf den Fluss der Luft keine anderen Geräusche mehr hast, dass vielleicht irgendwas vibriert an der Nase oder die Nase vielleicht nicht so frei ist. Und du wirst auch sehen, dass über diese Tage hinweg deine Nase sehr viel freier wird, dass du viel einfacher und besser ein- und ausatmen kannst. Und wenn du an diesem Punkt angekommen bist, wo du sagst, ich höre nichts mehr, das ist super, das ist ganz einfach für mich, dann kannst du direkt zur nächsten Übung weitergehen. Viel Spaß, bin gespannt, was du dazu sagst. Lass es dir gut gehen.